Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wenn wir in die Schrifttexte dieses Tages hineinhören, so kommt uns als erstes und beeindruckend die Jesaja-Lesung entgegen. Papst Benedikt hat in seiner unnachahmlichen Art einige Beobachtungen bei diesen Lesungen angestellt und ich möchte einige daraus teilen. Er sagt, da ist die glanzvolle Vision des Propheten Jesaja, der nach all den Demütigungen Israels durch die Mächte der Welt den Augenblick sieht, in dem das große Licht dieses scheinbar ohnmächtigen Gottes, der sein Volk nicht zu schützen weiß, aufgehen wird über der ganzen Erde, sodass die Könige der Völker sich vor ihm beugen, sodass sie von allen Enden der Erde her zu ihm ziehen und alle Kostbarkeiten der Welt vor ihn niederlegen. Und Israels Herz wird zittern vor Freude. Die große Vision, liebe Schwestern und Brüder, die Benedikt hier beschreibt, nach dem Propheten Jesaja, dass ein drangsaliertes Volk irgendwo in einem dunklen Winkel im Nahen Osten, das an seinem Gott festhält, und das ist oft schwierig genug, oder besser umgekehrt gesagt, Gott hält an ihm unbeirrbar treu und liebend fest, dass ein Spielball der Mächte immer wieder geworden ist und es sich damit immer wieder als untreu erweist, weil es auf diesen und jenen vertraut, nur nicht auf seinen Gott, dass dieses drangsalierte Volk plötzlich zum Zentrum der Welt wird. Gottes Ohnmacht, Gottes scheinbare Ohnmacht wird oft genug thematisiert und auch erfahren, auch erlitten. Dagegen nimmt sich unser Evangelium heute geradezu bescheiden aus. Ist es wirklich wahr, dass sich der Herr der Welt, wie wir gesungen haben im Introitus der Messe, hier zeigt, in diesem Kind? Liegt das nicht ganz in der Botschaft des Propheten Jesaja? Wir tun uns durchaus schwer damit, dass sich das vielleicht bis heute nicht geändert hat, dass Gott nicht mit einem Paukenschlag auf die Bühne dieser Welt tritt und sagt, hallo, ich habe hier zu sagen und ich sage jetzt, wo es lang geht. Und wem das nicht passt, der soll sich eine andere Erde suchen. Aber so geht es nicht. So ist nicht Weihnachten, liebe Schwestern und Brüder. So ist nicht Epiphanie, weil Gott nicht so ist. Die Fantasie der Aufnahme dieser Texte hat sich wohl eher, so sagt es Papst Benedikt, von der Jesaja-Lesung, von all dem Glanz und der Herrlichkeit inspirieren lassen. Ein Beweis dafür sind unsere Krippen, die wir gerade noch einmal zum sogenannten Dreikönigstag besonders schmücken mit aller Pracht und Herrlichkeit und alle Schätze dartun und allen Glanz noch einmal richtig hervorkehren. Manchmal verrät dabei die scheinbare Ohnmacht Gottes, seine Armut, seine Unscheinbarkeit in Vergessenheit. Ich denke, liebe Schwestern und Brüder, gerade die Unscheinbarkeit Gottes, seine scheinbare Ohnmacht, ist es, die uns heute sehr helfen kann, unser Christsein zu bestehen. Wir fragen immer mehr und immer deutlicher und auch vielleicht zu Recht, wie sieht das denn aus mit den Christen in unserer Gesellschaft? Was ist unsere Aufgabe? Wie können wir leben? Und irgendwie habe ich den Eindruck, schielen wir immer noch nach einer Partei oder einem staatlichen Gefüge, die uns ein bisschen hilft, die uns ein bisschen unter die Arme greift, sodass es uns nicht so schwer fällt. Dieser Tag ist ein wunderbares Beispiel dafür. Die Bayern werden sich heute nicht so schwer tun oder Teile von Baden-Württemberg, weil das staatlicher Feiertag ist, diesen Tag zu feiern. Das kann man dann bis in die Gottesdienstordnungen der Pfarreien hinein verfolgen. Denn es ist ja nicht nur so, dass unsere Gesellschaft einen Gegenwind fabriziert. Wir haben diesen Gegenwind manchmal auch innerkirchlich. Denn wir müssen doch fragen, warum feiern die Christen ihre Feste nicht mehr so, wie es sich gehört? Warum geht dieser Tag, gerade dieser, der so wichtig wäre als Brücke zur Orthodoxie, zur östlichen Hälfte der Christenheit, die heute Weihnachten feiert, oder andere orthodoxen Kirchen, Taufe des Herrn, was wir auch heute feiern.
Warum geht er unter? Verstehen Sie mich richtig, ich habe überhaupt nichts gegen die Sternsinger. Das ist etwas Wunderbares, das unser Land hervorgebracht hat. Aber wenn Epiphanie nur noch der Sternsinger-Gottesdienst ist und manchmal nicht einmal das, dann wird es auf den Sonntag irgendwie verlegt. Vorverlegt, ausgelagert, outgesourced, wie man heute sagt. Dann sterben unsere Feste, liebe Schwestern und Brüder. Dann stirbt Kirche immer Stück für Stück. Und es ist eine weitere Beobachtung. Jerusalem findet nicht den Weg nach Bethlehem. Die wissen plötzlich von einem Stern, der aufgegangen ist. Herodes lässt sich sogar die genaue Zeit sagen. Und was dazu kommt, er hat die Schriftgelehrten in seiner Nähe. Ohne diese Schriftgelehrten finden die Weisen, die den Stern gesehen haben, den Weg nicht. Sie sind ziemlich weit gekommen, aber nicht bis ans Ziel. Es mag viele Bewegungen geben, auch viele Religionen und Bewegungen, die hinführen, annähernd, aber es fehlt die letzte Etappe. Eine Etappe, die zu Christus führt, die ihn finden lässt, in der er sich finden lässt, durch das Wort der Schrift. Also, alles ist bereit, aber es gehen nicht alle. Die, die zuerst gehen müssten, gehen nicht. Herodes, er schickt die Weisen, ganz wie ein Potentat sich verhält. Und er lässt sich dann ausrichten, zumindest stellt er sich das so vor. Die kommen zurück und erzählen mir denn detailliert, was so ist. Ob sie denn da wirklich jemand gefunden haben, diesen Kaff Bethlehem. Oder nicht? Na, wozu soll ich mich mit meinem Allerwertesten vom Stuhl bewegen, wenn ich das nicht sicher weiß? Seine Haltung, die sehr verbreitet ist, liebe Schwestern und Brüder, auch in der Kirche. Wir haben alles. Wir haben diese Schätze der Verborgenheit. Aber entweder verschleudern wir sie oder wir verstecken sie. Wir sind als Kirche oft genug auch Jerusalem und bewegen uns nicht hin. Und das ist der entscheidende Unterschied. Diese Weisen sehen den Stern, sie hören das Wort und sie bleiben unterwegs. Sie lassen sich nicht einfach beruhigen oder sie lassen sich nicht einfach schicken als Botschafter von irgendwas, von irgendwem. Nein, sie sind noch nicht am Ziel, das merken sie. Sie sind erst am Ziel, als sie dieses Kind finden, als der Stern stehen bleibt und als sie ihr Knie beugen, als sie zur Anbetung kommen. Wenn wir diese Stationen nicht beachten, liebe Schwestern und Brüder, werden wir als Kirche und als Christenheit untergehen. Das wäre nicht das erste Mal. Ich sage nicht, dass die Kirche nicht Bestand hat, aber warum sollte sie bei uns hier Bestand haben? Wir wären nicht das erste Land, in dem das Christentum fast spurlos verschwindet. Wenn wir uns weiter wie eine Jerusalemer Religionsbehörde aufführen, die alles weiß, alles hat und dann andere als Experimentiertrupps ausschickt, dass sie mal was ausprobieren. Und wenn das dann geklappt hat, dann wollen wir dann auch mal schauen. Dann gucken wir dann auch mal, wie das wird. Das ist kein Weg. Es braucht die Mühen einer Reise auf sich zu nehmen. Es braucht zu wissen um das Ziel, wen wir da finden, wen der Stern verheißt. Es braucht die Bereitschaft, das Wort der Heiligen Schrift zu hören, aber es nicht nur zu hören, sondern es zu befolgen und dann weiterzugehen und dann zu Christus zu kommen und ihn anzubeten, niemand anderen. Ihn anzubeten in aller scheinbaren Ohnmacht, in der er sich zeigt, in der Armut, in die er hineingeboren wird. Und dort finden dann alle hin, können alle hinfinden. Aber es ist nicht so, dass nur die Armen diesen Jesus finden, dieses Kind. Die Magier gehören nicht zu den Armen. Die Hirten waren Arme, ja. Jetzt kommen noch einmal andere. Es ist gemischt. Es ist wunderbar, dass uns die Evangelien das so beschreiben. Denn es heißt, dass auch wir hinfinden können. Gleich, wie wir disponiert sind. Gleich, aus welchen Verhältnissen wir kommen.
Und wir sollten uns auch nicht mutlos machen lassen durch irgendwelche gesellschaftlichen Entwicklungen und was dann immer die Prognose von Kirche oder Zukunft sein mag. Es kommt auf uns an, ob wir diesem Stern, der über unserem Leben in der Taufe aufgegangen ist, ob wir diesem Stern treu bleiben, ob wir diesem Stern folgen, ob wir seine Stimme jeden Tag neu hören und sie befolgen, ob wir bereit sind, unser Knie zu beugen, ob wir ihn so in unser Leben hineinlassen, dass er unser Leben bestimmt, dass er der Stern unseres Lebens ist, der uns nie verlässt, der immer in unser Leben hineinscheint, ob es Nacht ist oder Tag. Nehmen wir ihn neu an, als das Licht unseres Lebens. Und dann wird es uns ergehen wie den Weisen. Als sie den Stern sahen, freuten sie sich überaus sehr.